Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Huron Country. Ja, wir sind in Folge 19 und ihr seht, ich tanke gerade den Kollegen ab. Das habe ich beim letzten Mal ja angefangen. Es ist ein fließender Übergang von der Folge davor. Und dann laufen die Drescher erstmal sozusagen. Da hat ein Kollege die Arbeit beendet. Das dürfte der. Ja, er fährt nicht weiter, weil es speichert gerade. So, ich fahre hier nur ein Stückchen zurück, mache ihn aus. Das dürfte unser freundlicher Düngerstreuer sein. Der Kollege hier wird noch einmal die Aufgabe kriegen, gleich den hier vorne stehenden Kollegen mit dem Pappeln, sprich vielmehr mit dem Hackschnitzeln, die es jetzt ja sind, dann abzutanken. Da kommt er nämlich angefahren. Wird hier wenden, aber ich kann mich hier drunter stellen und stehen bleiben. So, passiert auch nichts. Und unseren Freund hier, den Streuer von Dünger. Wir gucken nochmal, wie er weiter jetzt hier ist, indem wir hier auf gedüngt gucken. Ja, eine Düngespur ist komplett. Das heißt, ich meine bei Feld 12 ist das zu Hause so ungefähr. Das heißt, ich fahre jetzt hier auf die Seite der Straße und mache ihn dann an und dann kann er erstmal nach Hause fahren. So, ich nehme jetzt irgendein Fahrzeug hier, steige einfach mal aus und jetzt kümmern wir uns um den Verkauf. Das wollte ich eigentlich schon die ganzen letzten Folgen machen, haben wir aber nicht. Dafür brauchen wir diese Karte hier nicht, sondern wir brauchen einfach nur zwei Positionen, nämlich einmal unsere Produktion und einmal die Preislistung. Wir gehen auf die Produktion, gucken ganz oben, was passiert ist. Wir sehen unser Silt, also unser Nährschlamm, wenn man so will. Da haben wir Clean Fill drin zu verteilen. Das ist kein Problem. Silber wird verteilt und Silt auch. Und Silt ist auch nicht vollgelaufen. Wir haben auch Silt schon mal einfach so verkauft. Eingehende Güter ist voll. Das heißt also, die Produktion läuft einwandfrei. Hier ist es genau das Gleiche. Ohr scheint momentan voll zu sein, aber hier läuft noch nichts über. Das ist alles super. Dünger habe ich momentan nichts in Produktion, was einfach daran liegt, dass ich 1,8 Millionen Liter Mineraldünger und 2 Millionen Liter Flüssigdünger habe und die auch jederzeit was anschmeißen könnte. Eine Herbizideproduktion habe ich momentan nicht laufen. Da müssen wir mal gucken, wie weit das Ganze ist, weil dafür bräuchte ich wieder Kartoffeln. Aber ich wollte ja eine Alternativproduktion laufen lassen. Das heißt, ich würde diese Produktion, die jetzt hier steht, einfach nur Dünger produzieren lassen. Und dann das Ganze verteilen lassen, wo es hin muss und natürlich auch selber abholen können. Und das Zweite ist, ich werde eine andere Variante machen, wo ich einfach nur Herbizide produziere und nichts anderes hinkommen lasse. Ne? Und so muss man halt gucken, dass es dann auch läuft. Das ist der ganze Trick. So, ja, was haben oder brauchen wir noch? Hier Zulieferung ist voll, sonst bis auf Kartoffeln. Wir haben die Mill, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ihr seht, die ist komplett voll. Das heißt, hier ist alles da und es steht alles auf Verteilen. Das heißt, alles, was haben kann, kann was haben und wir haben auch noch eingehende Güterbretter. Das ist nicht die Mill, also die Carpentry Mill, ne? Die normale Mill ist da unten, das Sägewerk. Da seht ihr selber, das hier ist voll. Ich könnte die Crates und das jetzt einmal zwischenverkaufen. Ich weiß gar nicht, was sowas überhaupt bringt oder ob es sich überhaupt lohnt. Gucken wir doch einfach mal. Crates. Wow, 300 noch was. Ne? Okay. Was haben wir sonst noch? Barrel. 500 noch was. Also man kann das schon einmal zwischendurch verkaufen. Ne? Ich stelle einfach den Ausgangsmodus mal auf Direktverkauf. Das mache ich bei den drei fertigen Produkten. Dann können wir die Produktion nämlich wieder volllaufen lassen. Ihr seht selber, Bretter und so ist es ja auch da. Die Produktion können dann auch sofort wieder anspringen. Warum das jetzt hier nicht sofort verschwindet, ist ganz einfach. Immer zur vollen Stunde und die volle Stunde war gerade. Jetzt haben wir so 12 Minuten Zeit, bevor hier irgendwas verkauft wird. So, dann sind wir bei Bretter. Drillpipes laufen uns immer grundsätzlich voll. Das heißt also, da können wir immer eine Runde auf Direktverkaufen stellen. Plastik und sowas kann man hier nicht direkt verkaufen. Das können wir halt nur ein Ding sagen. Aber ihr seht selber, wir haben hier noch Hackschnitzel ja frisch reingefüllt. Bretter werden hier produziert, die werden auch gleich verteilt. Sägemehl läuft hier auch. Das Resin können wir mal gucken, was das Resin gerade bringt. Die Preisliste da.
Haben wir das Resinfläschchen hier irgendwo stehen? Ne, das ist Molasses. Muss mal gucken, wo das Ganze da ist. Ne? Da ist es. Preisvarianten. Ne? Wir sind im September. Das ist nicht der Optimalpreis, aber wir liegen so schmal. Ihr seht selber, zwischen 1272 und 1243. Interessiert mich also nicht wirklich, dass ich einfach zwischendurch sage, hier wird auch auf Direktverkaufen gestellt. Wie gesagt, ich habe jetzt 12 Minuten Zeit, das einzustellen. So einfach ist es. Ne? Drillpipes habe ich schon. Nägel habe ich auch verteilen stehen. Und ihr seht, das ist auch nicht ganz voll, deswegen lasse ich das auch so. Boxes und sowas genauso. Silber steht noch auf Direktverkauf, das habe ich anscheinend nicht ausgemacht. Das mache ich erstmal auf Behalten, weil da sind die Preisschwankungen schon extremer. Stahl produzieren wir momentan gar nicht. So, kommen wir zur Kohlemine. Da ja, sieht eigentlich alles gut aus, der ist voll. Kohle lohnt sich überhaupt nicht zu verkaufen. Wir sind bei Oliven. Das ist in der Verteilung, das halte ich mal ein. Den mache ich auf Behalten, dann können wir beim nächsten Mal den Kram verkaufen. Ihr seht selber, Kompost ist hier noch da, Herbizide hat die Produktion auch noch drin. Kalk ist einfach voll, das müssen wir zwischendurch mal leer machen. Hier sind unsere Produktionen für Kompost und da seht ihr, momentan läuft halt alles, weil immer alles produziert wird. Ne? Also wir machen aus Hackschnitzel, aus Stroh und aus Sägemehl halt Kompost. Warum aus Hackschnitzel? Ich lade dazwischendurch welche ab, auch. Aber ich kriege auch Hackschnitzel als Abfallprodukt über die Sägemühle und die kann ich dann hierhin verteilen auch. Ne? Deswegen ist das das Einfachste dann. So, das ist Kompost. Dann gucken wir hier. Das läuft alles auf Verteilen, Behalten, wie es halt so ist. Da könnte man gucken. Orangen, hier Herbizide, Pestizide ist alles noch da. Mist brauchen wir nicht, weil wir nur die Kompostvariante anhaben und die Kompostvariante liefert ja an. Okay, wir haben jetzt Apfel, Kirschen, Orangen, Limonen und Bananen. Da können wir mal gucken, was bringt der Spaß. Das ist auf jeden Fall weiter oben. So. Orangen. Einfach mal gucken, was ist. Da seht ihr September Tiefzeit. Tiefzeit, Tiefzeit. Tiefzeit. Das wird bei den anderen genauso sein. Das heißt, die Produktion lassen wir einfach mal so. Dann kommt der spannendere Part. Hier stehen die Bananenchips und das immer noch auf direkt verkaufen. Deswegen werden wir die jetzt mal auf behalten stellen. Das heißt, die hatte ich letztes Mal draufgestellt. Das steht hier alles auf behalten. Das heißt, da können wir uns dann wieder damit beschäftigen. Rapsöl. Die Geschichte, hier bin ich am Sonnenblumen ist noch nicht da, aber ein Sonnenblumenfilter existiert. Ich habe Raps hergebracht vorhin, deswegen kann ich das Ganze jetzt anmachen. Und ihr seht hier beim Olivenöl und beim Kokosnussöl haben wir gut was drin. Hier ist auch gut nachgeliefert worden. Ihr seht selber, ich hatte Oliven auf Verteilen stehen, deswegen hat er hier wieder 1 Million Liter Oliven reingeschmissen. Und ein Sonnenblumenfeld habe ich reif. Das heißt, da könnte man sich dann auch noch drum kümmern. Also gucken wir erstmal, Olivenöl und Kokosnussöl, lohnt sich da jetzt der Verkauf? Das ist der ganze Trick. Gucken, wo der Spaß ist. Also, wir haben hier Olivenöl, September, ja, so mittelmäßig. Ne? Gucken, ob sich preislich insgesamt was getan hat. Nee, eigentlich nicht. Das ist Olivenöl und Kokosnussöl. Kokosnussöl ist, glaube ich, woanders. Da steht woanders bei. Die Öle sind leider nicht alle beieinander. Muss ich echt mal gucken, wo das Zeug geblieben ist. Ich glaube, bei meinem Glück ist es weiter oben statt weiter unten. Da ist Kokosnusswasser. Ne, da ist Kokosnussöl. Wäre momentan auch nicht der optimalste Preis zum Verkauf. Wir gucken also wieder auf die Produktion, gehen weiter. Unsere Fischgeschichte hier ist aus, weil der Kleinfischpart nicht nachkommt, weil die Würmer nicht nachkommen. Dabei ist hier Kompost drin. Also machen wir Würmer an. Wir machen den Kleinfischpart an, ne, die Hatchlinge, und dann können wir auch das verkaufen. Jetzt gucken wir Fisch. Wie sieht es denn beim Fisch aus? Ne, das ist Tiere, das ist falsch. Da müssen wir hin. Fisch war, glaube ich, relativ weit unten. Gucken wir einfach mal. So, da sind die Fischrubriken. Und da sind wir mit September am Steigen. Das heißt, da müssen wir mal eine Runde auf Dezember warten. Das sind also noch ein paar Tage hin. Aber ihr seht selber, da haben wir einige Möglichkeiten. Das ist schon mal gut. So, wir machen die nächsten Produktionen. Das sind die Erdwürmer. Eiswürfel ist einfach voll und geht auch mehr nicht in die Verteilung. Die deaktiviere ich mal.
Zucker dürfte einfach daran liegen, dass wir, glaube ich, kein Zuckerrohr mehr drin haben. Genau. Das heißt, auch andere Produktionen könnten sein, dass die nicht an sind. So, wir haben Sojabohnen aufgefüllt, das aktivieren wir. Dadurch wird die Milch nachkommen. Salz, ja, ist auch genug da. Und hier ist der Punkt, hier fehlt die Milch, deswegen geht es hier nicht weiter, aber Zucker war ohne Ende da, wie ihr seht. Also das ist nicht das Problem. Und wir haben jetzt hier noch Käse da und wir haben auch noch Whipped Cream, also Schlagsahne und Sour Cream dementsprechend da. Da gucken wir auch mal, was der Spaß dann bringt oder kostet oder einbringt, vielmehr. Da haben wir es. Und da sehen wir, September auch nicht so der Optimalfall. Da auch nicht. Und was war das andere noch? Habe ich schon ganz viel vergessen. Käse könnte man noch verkaufen. Käse müsste ja weiter oben stehen, weil es ja eins der Originalprodukte ist. Da haben wir Käse. Käse ist im September hoch. Also Käse gehen wir jetzt in den Direktverkauf und sagen, weg damit. Ausgangsmodus auf Direktverkauf. So, dann haben wir die nächste Produktionskiste hier. Das sind unsere ganzen Nüsse. Den Kakaopart verteilen wir, können wir trotzdem direkt verkaufen. Kokosnuss geht in die Ölproduktion. Das ist auch super, da kannst du auch reingehen. Aber alles andere wird momentan nicht einzeln verlangt bei uns. Das heißt, können wir jetzt Kakao, Pecan, Almond und Cashew mal eine Runde gucken, was wir dafür kriegen würden. So, wir sind auf dem Weg. Irgendwo muss es sie ja geben, sozusagen. Da ist Pecan. Das sieht sehr dürftig aus momentan. So, dann. Bin wahrscheinlich blind. Ne, da ist Cashew. Auch schlecht. Almond auch schlecht. Also eigentlich ist das alles irgendwie nicht so. Bei Kakao haben wir ja auch. Warum das auf Verteilen steht, weiß ich momentan nicht mal, weil ich glaube, ich habe keine Produktion, die sie braucht. Ne? Und Kakao habe ich jetzt als einziges nicht geguckt, glaube ich. Preislisten. Gucken wir es, Freund, da haben wir es. Und ja, September auch schlecht der Verkaufspreis. Gut, dann gucken wir auf Weintrauben. Das steht auf Verteilen und die Verteilung scheint voll zu sein. Das heißt, sie kommt auf jeden Fall schon mal das Ganze auf Behalten. Dann gucken wir bei Weintrauben selber. Die Rosinenproduktion war ja auch voll. Deswegen hatten wir es ja auch verteilen. Die fülle ich dann zwischendurch auf 1 Million auf. Dann lasse ich die Weintrauben hier auflaufen, dass ich auch mal eine Runde Weintrauben so verkaufe, weil die Rosinenproduktion das nicht alles braucht. Das ist der ganze Trick. Rosinen ist auch eine Originalfruchtgeschichte. Das heißt, die finden wir. Ne, Rosinen muss ich haben. Weintrauben muss ich haben. Weintrauben. Na, müssen hier oben sein. Da ist im September auch schlecht. Das heißt, das lassen wir auch so stehen. Dann kommt unsere Raffinerie. Raffinerie hat Diesel an Bord. Das haben wir nämlich alles schon mal zwischenverkauft. Auch Plastik haben wir dementsprechend an Bord. Das ist also, da brauchen wir so nicht beigehen. Die Ölproduktion hier, die lasse ich so laufen, damit die jederzeit nachrücken kann. Aber da ist sonst nichts. Und der Grastrockner, seht ihr selber, da ist hier so auch nicht wirklich was drin. So, wir kommen Richtung Wein. In der Weingeschichte seht ihr, ist jetzt alles vollgestopft. Ich habe hier Kohle drin, ich habe hier, weil ich auch hier Sauerkraut drin produziere, ne? Melonen könnte ich auch verteilen stellen. Dann könnte ich auch den Melonenpart hier, glaube ich, machen. Melonenwein. Ja, brauche ich auch nur Melonen für. So simpel ist es. Also, wir hatten irgendwo eine Produktion. Hier war es nicht. So, hier war es auch nicht. Dann haben wir noch irgendwo so eine. Ich glaube, müssten wir. Ne, war es hier unten weiter? Oder ich bin blind gewesen. Gucken wir mal. Kann sich alles ergeben, dass ich tatsächlich auch blind daneben gestanden habe. Hier unten wird es drin sein. Richtig. Wir nehmen. Ne, es ist nicht. Wo sind die Melonen? Produziere ich gar keine Melonen? Habe ich ein Gewächshaus übersehen? Wenn ja, also nicht so wild, dann stellen wir das einfach. Wir gucken einfach mal. So, so. Dann Produktion, Gewächshäuser. Das Greenhouse habe ich auf jeden Fall noch nicht stehen.
Na hier, Nüsse, das habe ich auch nicht stehen. Okay. Jetzt guck mal, wo habe ich denn meine anderen Gewächshäuser? Die stehen eigentlich hier alle schön in Reihe und Glied. Hier steht auch noch eins. So. Oh ne, das hatte ich einfach so stehen gelassen. Ja, da mache ich es nochmal neu, dann steht es vom Winkel her. Ne, vom Winkel her ist auch scheiße so. Kann man im Optimalfall am einfachsten immer nach Straße anpacken. Man sieht, dass es gerade ist. So. Und da steht's. Und das stellen wir auch gleich mal daneben. Das haben wir am Laufen. So, okay, dann sollten wir jetzt hier in der Liste zwei Produktionen unten dazu gekriegt haben. Wer hätte es gedacht? Und die sollten alles kriegen. Und die Melonen, die ich jetzt hier habe, die stelle ich schon mal gleich auf Verteilen. Tja, so schnell geht's. Und hier unten, das mache ich erstmal auf Aufbewahren, weil wie gesagt, die Kaffeegeschichte, die muss ich erst noch dazu nehmen. Das habe ich noch nicht. Und Clover habe ich auch noch nicht. Das braucht man für die Bienensachen. So, okay. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir sind sonst eigentlich hier ziemlich durch. Das sind die gewesen. Da haben wir so viel gar nicht von am Start. Eins, was wir noch gucken könnten, ist Rotwein und Rotwein und Sauerkraut als auf Verkaufen zu stellen. Da haben wir es. Und der Preis dafür ist im September mittelmäßig, brauchen wir sie auch nicht. Ja, die Stunde ist schon wieder rum. Ihr seht da oben, es sind einige Millionen dazugekommen. Wir sind bei 140 Millionen und ihr ahnt es bestimmt richtig. Wir sind auch am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.